Schönen guten Abend, liebe Teilnehmer an unserem Workshop. Ich freue mich, dass Sie hier bei uns dabei sind, heute Abend, am Montagabend, bei unserem Workshop. Und ich begrüße Sie recht herzlich. Und ich begrüße natürlich auch diejenigen, die sich im Nachhinein den Workshop sich anschauen, die Aufzeichnung sich anschauen und dann auch eben die Möglichkeit haben, sich die Unterlagen herunterzuladen und auch eventuell Fragen zu stellen, die wir Ihnen natürlich auch sehr gerne beantworten. Gleichzeitig, also nicht nur gleichzeitig, sondern auch sowieso und überhaupt beantworten wir auch Ihre Fragen hier, die Sie hier im Chat stellen. Und da bedanke ich natürlich mich bei meinen Eltern, die im Hintergrund die Beantwortung der Fragen schon vorbereiten. Lieben Dank, dass ihr dabei seid und lieben Dank, dass ihr mich hier unterstützt. So, dann somit sind alle begrüßt und bedankt und jetzt soll es auch gleich mal losgehen. Vielen Dank, ich sehe auch schon hier die Informationen, dass Bild und Ton sehr gut ist. Vielen lieben Dank. Und dann würde ich gerne mit meiner Präsentation starten. Hiermit und verpasse es auch nicht, Ihnen die Files zur Verfügung zu stellen, so dass Sie sich eventuell abspeichern können. Ich gebe Ihnen auch noch schon gleich jetzt ein paar weitere Dokumente zur Verfügung zum Downloaden. Das handelt sich einmal um das Rezept zur Verbesserung der Elektrolyte und auch um unsere Anwendungsempfehlung für Naturzeolithien-Mikrometer. Das können Sie, wenn Sie möchten, sich jetzt runterladen oder später oder wie gesagt, eben wenn Sie das in der Aufzeichnung sich anschauen, dann können Sie ja, wie gesagt, immer auch noch auf diese Dokumente zurückgreifen. Ja, 17. Juni 2024 und es ist ein Montag und wir starten mit diesem wichtigen Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankung konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Und wir legen gleich richtig los. Mit AgeCare werden die betreffenden Mikroorganismen spezifisch und selektiv eliminiert. Was heißt das denn konkret? Konkret heißt das, jeder Stoff, jeder Mikroorganismus hat seine ureigene Frequenz, in der er schwingt und er reagiert darauf. Diese Reaktion nennt man Resonanz. Und wenn ein Erreger mit seiner Frequenz getroffen wird, so schwingt er in dieser und die zugeführte Energie potenziert sich und für diesen so getroffenen Erreger wird der Stoffwechsel immens schnell angeregt, sodass er in dieser wenigen Zeit daran zerplatzt. Wir sprechen auch darüber, dass er sich an den Frequenzen überfrisst. Und diese Anregung des Stoffwechsels wird von den Erregern nicht als Angriff angesehen, weswegen auch keine Abwehrreaktionen zu erwarten sind. Also zwei sehr gute Nachrichten bezüglich des Ziels, effektiv gegen die betreffenden Erreger vorzugehen. Und es sind auch diese Eigenschaften, die es erlauben, die Methode AgeCare als Unterstützung zur Erkrankung, zur Unterstützung der Erlangung der verbesserten Lebensqualität einzusetzen. Das Verfahren, die Methode hat ihre Grenzen, das ist unbestritten, aber dazwischen gibt es viele, viele und seit letzten Dienstag über 800 noch mehr Gründe, AgeCare spezifisch und selektiv zur Eliminierung betreffender Mikroorganismen einzusetzen. Und ich möchte Sie hier heute dazu ermutigen, probieren, testen Sie für sich, also für den Fall, Sie sind sich nicht sicher, welche Anwendung sollten Sie durchführen, wählen Sie für sich aus. Also wenn zum Beispiel bei der Fragestellung mehrere Anwendungen denselben Namen tragen,
Sie können also die zu oberst stehende Anwendung zuerst testen. Sie könnten auch die längste oder auch die kürzeste der angezeigten Anwendungen auswählen. Es werden immer diejenigen Frequenzmuster abgegeben, die im Zusammenhang Ihrer Fragestellung stehenden betreffenden Mikroorganismen eliminieren. Natürlich können Sie auch weitergehen und in der Literatur nachlesen, ich meine natürlich in der Fachliteratur, worin Hinweise auf die bei Ihrer Fragestellung üblichen verdächtigen Erreger zu finden sind. Ergänzen Sie Ihre Anwendung AGCARE um die Anwendung zur Eliminierung dieser. Und viele vertrauen auch darauf, mit einem Laborbefund, also Blut- oder Mikrobiomuntersuchung, Aufschluss darüber zu erlangen, welche Erreger Sie konkret befallen haben. Beachten Sie bitte dabei auch die Grenzen dieser Methoden und die entsprechenden Maßnahmen der Erreger. Ja, ich spreche von euch, liebe Borrelien, also nicht liebe, aber Borrelien und Toxoplasmen, die Maßnahmen, die hier zuvor ergriffen wurden, um zum Beispiel in Filmform zu existieren. Und somit wird es hier fast nicht gelingen, in diesem Fall im Labor sie zu erkennen. Also wenn wir hier von Blutanalyse sprechen, dann werden Sie auch hier unterschiedliche Untersuchungsarten finden und Sie sollten sich deren bewusst sein. Ein großes Blutbild umfasst nicht alles. Das große Blutbild wird als Differentialblutbild bezeichnet. Und die zu untersuchenden Werte sind die Anzahl der Erythrozyten oder auch das mittlere Zellvolumen der Erythrozyten. Erythrozyten sind die roten Blutkörperchen. Das Hämoglobin wird gemessen, auch der Hämatokritwert. Der Hämatokritwert ist der Anteil der Zellen im Blut an sich. Dann werden die weißen Blutkörperchen gezählt und auch die Blutplättchen, das sind die Thrombozyten. Sie sehen, hier wird Hauptaugenmerk auf die Blutbestandteile gelegt. Deswegen auch der Name Differentialblutbild. Es werden hier keine spezifischen Tests für Organfunktionen, wie zum Beispiel Leberwerte, Nierenwerte, Schilddrüsenwerte gemacht. Und auch die ausreichende Versorgung mit Vitaminen und Nährstoffen wird nicht im Rahmen des großen Blutbildes untersucht. Es ist jedoch eine sehr wichtige Untersuchung, wenn zum Beispiel Verdacht auf Blutarmut, Verdacht auf eine Infektion an sich oder Entzündungen im Körper besteht, wenn Verdacht auf Blutgerinnungsstörung besteht oder auch der Verdacht auf Leukämie und andere hämatologische Störungen, wenn dieser besteht, kann man mit diesen Werten hier eine Richtung erhalten und in dieser Richtung weiter diagnostizieren. Also dies hier mal ganz kurz zum großen Blutbild. In AGCARE haben wir eine ganze Anwendungsgruppe. Diese Gruppe heißt Blutqualität. Hierin finden sich die Anwendungen zur Eliminierung betreffender Mikroorganismen. Und diese Anwendungen sind zum Beispiel A191, Leukozytenstärkung oder SYL20, Thrombozytopenie, das ist zum Beispiel, wenn man zu wenig Thrombozyten hat, SYL21, Erythrozytenzahl erhöhen. Und hier, auch wenn es sich anhand der Namen der Anwendungen, also als hier den Anschein hat, dass es sich hier um bestimmte direkte Beeinflussungen handelt, es ist nicht der Fall. Und das ist auch eine Grenze von AGCARE, nämlich mit AGCARE werden niemals Organe, Körperzellen und schon gar nicht Körperfunktionen direkt beeinflusst. Es werden immer die störenden vorhandenen Mikroorganismen eliminiert, spezifisch und selektiv. Die Eliminierung dieser, wenn wir hier die richtigen Erreger treffen, erlaubt es, dass unser Körper wieder Kontrolle über die Situation, über die Funktion, über den Zellbereich, wenn man das abgrenzen möchte, bekommt und auch seinerseits noch gegen diese Erreger mit vorgeht, sodass sie, und in dem Fall wir, weil wir ja AGCARE anwenden,
für uns verbesserte Lebensqualität registrieren können. Und dann habe ich Ihnen hier noch zwei Möglichkeiten genannt als Beispiel. So wäre zum Beispiel das energetische Testen und auch dann, wenn wir starten mit Agicare, kann man hier auch bereits von vornherein mit der Optimierung der Randbedingungen beginnen. Ja, manchmal dauert das wohl auch etwas länger und manchmal auch länger, als wir es uns vorgestellt haben. Und hier können wir schauen, inwiefern hier wir selbst die Effektivität erhöhen können. Angefangen damit, die Anwendung jeweils täglich durchzuführen. Und auch gegen die tägliche mehrfache Anwendung spricht nichts. Ganz im Gegenteil, es kann von Vorteil für Sie sein. Dann schaut man, wie sieht es mit den Randbedingungen aus? Mit den Randbedingungen vor, während und nach den Anwendungen. Und man schaut sich an, ob eventuell hier auch noch etwas optimiert werden kann. Also vor den Anwendungen einmal am Tag, circa 20 bis 30 Minuten vor der ersten Agicare-Anwendung empfehlen wir, die Elektrolyte im Körper zu verbessern. Dazu habe ich Ihnen ja vorhin ein Dokument freigegeben zum Download. Das können Sie ja für sich verwenden. Sie finden es aber auch immer wieder auf unserer Seite. Und ich habe Ihnen hier in der Folie den Link eingetragen zu dem Video, wo wir hier näher noch auf die Randbedingungen und die Optimierung und wie diese Randbedingungen optimiert werden können, eingehen. Und wir benötigen die Verbesserung der Elektrolyte, damit die Voraussetzungen geschaffen werden, dass die Frequenzen sehr gut durch unser Körpergewebe geleitet werden, dorthin, wo sie eben gebraucht werden, um die betreffenden Mikroorganismen zu eliminieren. Während der Anwendung empfehlen wir Ruhe für sich und die Agicare-Anwendung zu finden. Man kann sogar währenddessen meditieren. Viele Anwender schließen sogar die Augen und oder hören sich entspannte Musik an oder Podcasts. Also da ist das ganz Ihnen überlassen. Das sind auch alles Empfehlungen von uns. Es ist kein Muss. Lediglich Denkanstöße, was eventuell verbessert werden könnte, wenn man nicht so richtig vorankommt. Natürlich gehört auch die Entgiftung mit zu den Randbedingungen rund um die Agicare-Anwendungen. Deswegen habe ich sie hiermit noch notiert. Sehr gern können Sie sich hier auch die Einnahmeempfehlung von uns herunterladen. Das ist ebenfalls von mir zuvor freigegeben worden, das Dokument. Manchmal kommt es auch vor, dass Sie erfolgreich mit Agicare zusammen gegen die störenden Erreger vorgegangen sind und nach einiger Zeit tauchen aber dieselben Symptome wie zuvor wieder auf. Da kann es gut möglich sein, dass Sie sich gegebenenfalls erneut angesteckt haben oder aber die Quelle der Mikroorganismen außerhalb und oder innerhalb Ihres Körpers besteht oder bestand weiterhin, so dass die Bedingungen, dass sich die Erreger wieder in Disbalance bewegen konnten, gegeben sind. Da können Sie wieder diejenigen Anwendungen auswählen, die Sie zuvor erfolgreich durchgeführt haben. Und Sie können auch schauen, ob in den vielleicht neuen Anwendungen, die wir Ihnen letzte Woche Dienstag im neuen Setup zur Verfügung gestellt haben, ob hier Anwendungen dabei sind, die es Ihnen eventuell erlauben, noch effektiver oder gleich effektiv vorzugehen. Über 800 neue Anwendungen aus der Gruppe Parasiten direkt. Ich bin da zuversichtlich, dass Sie hier für sich die richtige heraussuchen. Und wenn nicht, dann schadet es Ihnen nicht, wenn Sie eventuell nicht die in Anführungszeichen richtige Anwendung verwenden. Die Frequenzen werden schadlos durch Ihren Körper geleitet. Das wissen Sie ja. Und wenn Sie dabei sind, erfolgreich mit Agicare Ihre Lebensqualität zu verbessern, dann vergessen Sie garantiert nicht, Ihren Lieben, Ihren Freunden und Kollegen von Agicare zu erzählen und Ihnen Agicare zu empfehlen zur Verbesserung Ihrer Lebensqualität. Von uns gibt es dafür eine Tippprovision in Höhe von 150 Euro pro Empfehlung, die in einen Kauf von Agicare in unseren Shop resultiert. Es lohnt sich somit, weiter für Sie mit Agicare für sich vorzugehen. Natürlich unterstützen wir Sie
auch dabei. Und wie Sie uns am besten erreichen, steht hier auf dieser Folie. Nutzen Sie ruhig alle Möglichkeiten. Neulich fragt mich jemand, ob es okay sei, hier im Chat während des Workshops mit anderen Workshop-Teilnehmern in Verbindung zu treten. Das können Sie gern versuchen. Es kann aber auch sein, dass hier eventuell Kommentare untergehen. Und daher schlage ich für diesen Zweck unser Forum vor. Da können Sie selbst Themenbeiträge veröffentlichen. Ja, weil es ein offener Bereich ist, wird er auch von uns moderiert. Das heißt, also die Beiträge sind nicht sofort veröffentlicht, aber geht sehr schnell. Und Sie können auch Kommentare zu bestehenden Themen abgeben und sie dort hinterlassen. Und wie gesagt, dann dort somit auch mit anderen Forum-Teilnehmern in Kontakt treten. Also hier auf der Folie stehen die Kanäle, die wir Ihnen bereitstellen, um mit uns zu kommunizieren. Und das sind ja auch nicht gerade wenig. Ja, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich nun auch, Ihre Fragen, die Sie im Chat gestellt haben, zu beantworten und beende somit hier die Präsentation.